Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir geben uns noch den neuen Track von MI, Myself, am Start mit Burn. Der Track ist jetzt schon 2 Wochen draußen. Ich bin wirklich sehr spät diesmal, also knapp 2 Wochen. Aber ich habe Bock, mir das reinzuziehen. Wir haben uns die letzten 2, 3 Sachen von MI alle gegeben. Deswegen haben wir jetzt noch mit Burn den nächsten am Start. Vielleicht kommt sogar diese Woche der nächste wieder raus. Bei dem aktuellen Output-Level bei MI auf jeden Fall denkbar. Der Junge zieht wieder durch. Wie nichts anderes. Das Ganze ist produziert von N-Core, der macht das öftere Mal Beats für MI oder da pickt er sich das öftere Mal Beats. Ja, wir hören direkt rein von der Link zum Original in der Beschreibung, supportet gerne und ja, Mann, let's go. Ganz, ganz unerwarteter Einstieg. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas drin steht. Hook. Myself ex Wonderkind. Wonderkid. Wonderkid sagt mir gar nichts. Oh mein Gott, was nein steht. Wir hören aber Myself doppelt schon drauf. Krass. Okay. Krass. Oh ey, ganz anderer Stil, das hatten wir jetzt schon ein, zweimal bei MI, dass er sich ein bisschen ausprobiert hat. Ich fand den einen Song, ich weiß leider nicht mal, wie der heißt, da fand ich die Hook ja so unglaublich schön, weil das auch mal eine ganz andere Richtung war, die er gegangen und genommen hat. Krass. Was hast du mit mir gemacht? Alles muss weg, ich verlass diese Stadt. Oh mein Gott, diese Emotionen der Stimme, diese Emotionen, dieses Seufzen oder Atmen, was man gerade gehört hat. Was hast du mit mir gemacht? Alles muss weg, ich verlass diese Stadt. Und dieser kleine Voice Crack bei Ich verlass diese Stadt. Kalter Schweiß, ich bin blass, vielleicht wird ich nicht mehr wach, weil mir hilft uns die Musik mit Therapie in die Nacht. Für die ey, auch dieses Tempo ist einfach ein ganz anderes. Babe, du bist ein Phänomen, doch ich brenne alles nieder, gib mir Kerosin. Ja, vertraue keinem mehr, als wär ich der Letzte auf dem Boden dieser Scheißwelt. Jeder Scheißwelt, den ich schreibe, wird zu einem Nightmare, der mich einsperrt. Yeah. Es ist wirklich eine ganz krasse Energie, die wir hier haben. Ich finde das auch voll interessant mit der Hook von Wonderkid, weil das eine ganz andere Richtung ist und man mittlerweile bei MI, wenn man einen Song das erste Mal hört, gar nicht weiß, was einen erwartet. Man weiß gar nicht, in welche Richtung es geht. Was hat er jetzt für uns parat so? Was hat er jetzt für uns vorbereitet? Der mich einsperrt, yeah. Allein im Raum, Kippe noch am Brennen, zu oft stehen geblieben, um die ganzen Spinner mit zu retten. Dreh am Zeitrad, als wäre ich im Multiverse gefangen, auf andere Zeitschleife, bestes Unterfangen. Ich bin reich an Problemen, das Versterben ist bekannt. Egal, deshalb tritt ich alles an. Wow, ey, auch irgendwie gerade schöne Überleitung in die Hook hier. Deshalb tritt ich alles an. Wie sie hier schon so eingefadet wird. Ey, voll schön irgendwie. Holy shit, man. Krass, Mann. Also wirklich was ganz anderes, was ganz Frisches, was ganz Interessantes irgendwie. Es funktioniert auch bis jetzt sehr, sehr gut. Ich mag es sehr, sehr gerne, wenn sich Rapper irgendwie Musiker, Sänger oder whatever beiseite holen, die Hook singen, weil man da nochmal eine ganz andere Energie dann hat, einen anderen eigenen Stil und ich das gerne mag irgendwie. Krass, also nichts gegen die Hooks von Emma, die er sonst selber singt, aber ich mag das immer gerne, wenn ab und zu mal was Frisches drin ist. Immer an die Seite, denn sie belaufen sich auf 4-stellige Zeichen. Alles brennt und ich sitz wieder in der Scheiße, wieder in der Pleite, weil du willst, dass ich leide. Zweite Chance ist wie nochmal gleiches Buch mit gleichen Seiten. Du ahnst nicht jede Handlung, doch das Ende ist das gleiche. Kugeln können nicht töten, aber Worte tun dasselbe. Beides killt die Seele und was bleibt, ist nur Kälte. Bro, Kugeln können dich töten, doch Worte tun dasselbe. Krass, gute Zeile. Wir können dich töten, aber Worte tun dasselbe. Beides killt die Seele und was bleibt, ist nur Kälte. Ich stell mich so vor jede Kugel, die fliegt.
aber hätte nie gedacht, man, dass das du bist, die schießt. Nicht vergessen, nur betäuben jetzt mit purer Chemie. Alles geht und am Ende, da bleibt nur die Musik. Ich will Asche, ich will Feuer. Man merkt auch wirklich, wie krass ihnen die Musik hilft und wie wichtig ihnen die Musik ist einfach. Meine Seele ist verbrannt, Gedanken gefangen in den Leeren des Verstands. Ich bin reich an Problemen, das Versterben ist bekannt. Egal, deshalb tritt ich alles an. Ich lieb's auch, dass Emma da noch ein paar Vocals für aufgenommen hat. Das hört sich so gut an mit ihm noch drauf. Jetzt hat doch einfach einen Ohrwurm. Krass. Nice. Also wirklich ein ganz unerwarteter Track, eine ganz andere Richtung. Wir haben ein ähnliches Thema wie bei den anderen Songs. Emma spricht sehr krass über seine mentalen Problems immer in seinen Tracks und wie wichtig die Musik ist, wie sie ihm hilft. Und das bringt er hier wieder extrem gut rüber, aber halt auf eine Art und Weise, wie ich es bis jetzt bei ihm noch nicht gehört habe. Mit einer überraschend guten und überraschend anderen Hook, die ich sehr cool fand. Keine Ahnung, ich finde, das wird gerade im deutschen Bereich noch zu selten gemacht, dass man sich halt für die Hook jemanden ranholt, der vielleicht auch mal nicht deutschsprachig ist. Oder zumindest keine deutschsprachige Hook singt. Und das halt mal in eine ganz andere Richtung gehen kann. Und das halt trotzdem unfassbar gut funktionieren kann, wie wir hier merken. Geil. Finde ich gut. Gerade weil sich der Track dann auf diese Art und Weise nochmal sehr stark von den anderen von der MI abhebt. Haben wir da so ein bisschen Diversity drin, was ich nice finde. Hat mir gut gefallen. Friends, lasst mir auch mal unter den Kommentaren da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video mit Fresh, so wie immer. Und ciao.